Hey Freunde, Zeldameister hier. In diesem Video habe ich mal wieder etwas ganz Verrücktes für euch ausprobiert. Und zwar werden wir heute Vana Boris in The Legend of Zelda Breath of the Wild betreten, ohne vorher die Story der Gerudo auch nur in irgendeiner Weise gespielt zu haben. Als ich euch in dem Vamedo-Video gefragt hatte, ob und wenn ja, welchen Titanen ihr als nächstes wollt, haben gefühlt 99,9% für Vana Boris gestimmt. Oh, und glaubt mir, wenn so viele Leute für ein und denselben Titan stürmen, dann kann das nur eines bedeuten. Dort wartet etwas ganz Besonderes auf uns. Also dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden und es direkt herausfinden gehen. Viel Spaß und los geht's! So gut, da sind wir dann auch schon. Und da ist Vana Boris. Was soll ich sagen? Riesige Staubwolke ringsrum. Das kann sehr interessant werden und eins steht schon mal klar, wo man das hier sieht. Um da reinzukommen, brauchen wir extremst viel Ausdauer. Und, wie man hier sehen kann, wirklich viel haben wir davon jetzt nicht gerade. Das heißt, ich würde zuerst einmal direkt sagen, ich werde ein paar meiner Herzen umtauschen gehen für Ausdauer. So, dann einmal umtauschen bitte. So, perfekt. Ihr seht das dann jetzt vielleicht auch direkt schon. Wir haben uns ein bisschen Ausdauer geholt. Ich denke mal, das sollte reichen. Also ganz ehrlich, so viel wird es nicht sein. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, oder beziehungsweise vermute ich das einfach mal, da dort Blitze auf uns warten und ich einige Kommentare dazu bekommen habe, dass wir uns einfach ein bisschen Elektromedizin machen, wenn das funktioniert. Hier haben wir Elektrobeißer Flügel. Ich habe keine Ahnung wirklich, wie man Monstermaterialien macht. Ja gut. Das war wohl nichts. Na gut, ich würde sagen, Versuch Nummer 2 ist eh immer der bessere. Und jetzt müsste ich echt mal gucken. Womit macht man das? Was steht denn hier? Ein seltener Fund, der Flügel selbst erzeugt keine Elektrizität, knistert aber noch ein wenig. Zusammen mit Insekten kann er zu Medizin verarbeitet werden. Mit Insekten, ja, wenn man mal ordentlich lesen würde, könnte das sogar was werden. Krass. Das Ding ist gerade nur, was ich merke, ich habe keine richtigen Insekten. Ja gut, das ist jetzt ziemlich doof gelaufen. Dann würde ich sagen, mache ich einfach was anderes zu essen und wir sehen uns, wenn wir wieder bei Vana Boris stehen. Super, und das sieht doch schon mal sau gut aus. Und wie kommen wir jetzt hier hin? Ganz einfach, seht ihr diesen Wind hier? Könnt ihr ihn erkennen? Hier pfeift ein richtig heftiger Wind lang. Das heißt, ich würde sagen, wir probieren es einfach mit einer Windbombe. Also, habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Jetzt müssen wir nur gucken, wo genau Vana Boris kommt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach direkt mal. First try. Ich hoffe, dass ich gut genug bin für eine geile Windbombe. Tatsächlich sah es in der letzten Zeit gar nicht mehr so schlecht aus. Natürlich das Problem, wir haben keine Ausdauer. Also ich habe kein ausdauerregenerierendes, wie sagt man dazu, Essen, Getränk, irgendwas. Und jetzt wird es ernst. Ich ziehe hier oben in der Luft. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, hier rauszugehen. Nicht, dass jetzt unser Dingens aufhört. Direkt mal was an. Und ich esse auch ein dickes Gericht, das wir uns gekocht haben. Hier einfach mal, ja, mit, wo ist es? Mit 20 extra Goldherzen. Falls doch was passieren sollte. Und ich glaube, das war ein Fehler. Verdammt. Unser Windbomb-Effekt hat aufgehört zu funktionieren. Okay, jetzt wird es ernst. Ich hoffe, Vana Boris kommt so runter, dass wir auch noch auf ihm landen können. Ey, ich bin echt gespannt. Entweder wir werden jetzt abgeschossen von den Blitzen oder wir fallen durch wie bei einer Vamedo. Schreibt mir jetzt auch ganz gerne jetzt, also genau jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, was passieren wird. Ich weiß nicht, wo ich landen möchte. Ich denke mal, ich probiere es einfach oben drauf. Denn das scheint mir am besten. Oh mein Gott, es wird neblig. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, da ist er. Komm, Baby, komm. Oh, wir schaffen's. Jawohl, komm, Link. Ah, was? Hallo? Alter, was ist hier für ein Wind? Oh. Oh, shit. Alter, was? Ich werde von irgendwas rumgeschubst. Link. Nein, ich kann dem nicht ausweichen. Oh, irgendwie haben wir es überstanden. Ohne Schaden zu... Alter, was ist das denn? Hilfe. Ich hänge hier einfach fest. Lass mich doch dahin. Oh, seht ihr das? Ich werde hier einfach hin und her... Jo, Hilfe, ich stecke fest. Nein, Link, bleib drauf, du schaffst es. Ah, ja, hoch. Nein. Oh, wir sind doch da. Aua. Oh, shit, was zur Hölle? Was war das denn? Oh, huch. Oh mein Gott. Also, was war... Ich hatte gar keine Kontrolle über die Steuerung. Und jetzt wird's brenzlig. Eieiei.
Aber seht ihr das? Seine Füße. Oh mein Gott. Okay, das wird ganz hässlich. Ich sehe es kommen. Seine Füße. Warte, ich nutze den Whistle Sprint. Oh, nicht ducken, Link. Nicht ducken. Komm schon, zieh. Seht ihr die Füße? Die leuchten blau. Vielleicht können wir die abschießen. Sollte ich hier rum? Ich schneide ihm den Weg ab. Warte, ich will es nicht riskieren. Ich nutze jetzt nochmal 3 extra Herz. Ich nutze jetzt nochmal das hier. Eieiei, das hat ordentlich gerumst. Komm, warte mal, haben wir überhaupt Bombenpfeile? Nein, wir haben keine Bombenpfeile. Ich kann die Füße nicht abschießen. Aber die waren auch absolut weird im Boden. Oder war das so? Kann auch sein, dass ich doof bin. Bei Naboris habe ich das letzte Mal vor Jahren gemacht, gefühlt. Ich glaube, die waren damals sogar im Boden, oder? Dass man die treffen muss, wenn... Aber das sieht so verbuggt aus. Aua. Ah, komm schon. Was jetzt? Keine Cutscene? Alter, das ist absolut krank. Ich möchte das nochmal probieren, nochmal da wirklich reinzukommen. Ich würde sagen, wir kriegen noch einen Versuch und fliegen nochmal darüber. So, perfekt. Hier sind wir dann. Und jetzt würde ich sagen, direkt Versuch 2. Habe ich die Bombe ausgerüstet? Genau, habe ich. Bogen auch. Und dann direkt mal... Zack. Kommt, eine gute Windbombe. Ich muss jetzt hier als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorbild eine gute Windbombe raushauen. Und das sieht doch sehr gut aus. Wir werden ihn direkt da hinten abfangen. Und oioioi, also ich weiß nicht genau, woran es lag, dass wir die ganze Zeit, also wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, als hättet ihr keine Kontrolle mehr über den Controller. Ich wurde hin und her geschubst, wie bekloppt, und dann wirst du auch noch abgeschossen. Ich würde sagen, vielleicht soll man da oben auch einfach nur nicht drauf. Also ich weiß nicht genau, ob ich damals, als ich das Spiel gespielt habe, auf einer Naboris war. Aber seht ihr das ganz hinten beim Schwanz sozusagen von dem Kamel? Da kann man drauf landen und dort ist eigentlich auch das Portal. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob man da vielleicht drauf kann. Denn ja, also wenn es da nicht geht, dann ist hier auf jeden Fall was falsch. Denn dort ist, glaube ich, auch das Terminal, das man eigentlich anschalten soll. Ich glaube, gleich kickt wieder der Sandsturm gut rein. Oder war das nur Zufall? Nee, okay, er kommt. Ja, jetzt wird's dunkel. In Anführungsstrichen. Und wir müssen hier irgendwie drauf. Jawohl, das sieht gut aus. Bisschen hier bleiben. Der wird sich nämlich gleich wieder bewegen. Jetzt müssen wir drauf. Wir müssen drauf. Ich muss jetzt schon hier drauf. Oh, nein, ich komme nicht drauf. Ey, Link. Jawohl, wir sind drauf. Hä? Junge, wir waren drauf. Ey. Da hinten kann man auch rein. Seht ihr das? Oh, nee, wir werden abgeschossen. Keine Chance. Ah, weg hier. Oh Gott, ich rutsche vom Controller ab. Ja, oh mein Gott, was? Wie soll man das schaffen? Habt ihr das gesehen? Ich wurde wieder übelst weggeschubst. Also, ich glaube, man soll da einfach nicht drauf kommen. Aber es ist schon mal interessant zu wissen, dass hier wenigstens der Abwehrmechanismus funktioniert. Im Gegensatz zu Bamido. Ja, man kann hier theoretisch auch drauf stehen. Wir waren ja drauf. Irgendwie wird man automatisch von einer unsichtbaren Barriere oder so weggeschubst, egal wo ich stehe. Also müsst ihr euch vorstellen, da kommt man ursprünglich drauf. Aber man sieht auch ganz interessant, man sieht hier, dass die Pfeile blocken ab. Seht ihr das? Bumm. Die blocken an Vanaboris ab. Das heißt, die fliegen nicht wie bei Vamido durch. Und das heißt wiederum, dass die Titanen irgendwie alle ein eigenes Geheimnis haben, wenn man sie vor der Story besucht. Und das finde ich doch schon mal absolut geil. Also da lohnt es sich wirklich, die anderen Titanen zu suchen. Also das war doch mal ein Erlebnis. Ich komme immer noch nicht darauf klar, wie krass und vor allen Dingen, wie komisch man dort hin und her geschubst wurde. Also ihr müsst es euch so vorstellen, ich hatte absolut keine Kontrolle gefühlt darüber, wie Link sich bewegt. Ich konnte nur beten, dass er oben bleibt. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Welchen Titanen wollt ihr als nächstes sehen? Wird es der Feuertitan Varudania oder der Wassertitan Varuta sein? Schreibt mir euren Wunsch sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr zu BOTW sehen wollt, dann lasst mir doch sehr gerne einen Like und ein Abo da. Das würde mich und diesen Kanal extremst unterstützen. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.